bereit? Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Aber sie hat wenigstens mal eine schöne Frisur. Ja, das stimmt. Aber die kann ich nicht aussuchen jetzt, die Objekte, ne? Musst du doch, oder nicht? Ja. Ja, ich kann nicht auf was Spezielles ziehen. Doch so schräg, okay. Kannst du was sehen, Aiden? Kannst du was sehen? Spreng mir aber nicht das Gesicht mit den Dingen. So, du musst diese... Ja, das verstehe ich. Schön. Mach's auf. Jody, alles okay? Ja, ja, mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Da war ein kleines Mädchen. Das war ihre Spieluhr. Laura. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ach so. Man schaut dann immer so angespannt, weißt du? Ja. Okay, also hatte er oder hat, wie auch immer, wohl noch eine richtige Tochter. Achso, wir sollen die bestimmt belauschen, oder? Hey, wo gehst du hin? Warte doch auf Nathan. Oder auch nicht. Ich warte nicht. Ich glaube, das war meine Entscheidung. Was? Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Ich wusste es, ehrlich. Was ist mit den Experimenten? Ich dachte, dass wir ein Team sind. Tut mir leid, Jody. Ich kann nichts dagegen tun. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen zu gehen. Jody, ich weiß. Es ist schwierig, aber du musst das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Keiner schreibt mir vor, was ich mit meinem Leben anfange. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Ups, okay, dass das jetzt bei wütend rauskommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Jody, stopp, und zwar sofort! Jetzt wissen wir, was Trennung war. Ich hole schnell mein Zeug.
Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Ich mag diesen Schlüssel nicht. Nee, ich auch nicht. Ich meine, sie ist da natürlich irgendwo eingesperrt, sag ich mal, aber sie hatte ja schon, sag ich mal, ein gutes Leben. Ne? Also die sind ja auch freundlich zu ihm. Ja. Das habe ich ja am Anfang auch gesagt. Die kommen da so sehr nett drüber, die beiden. Ja. Genau. Muss ich das angucken? Nee, war ja auch so. Und sie hat ja auch da, deshalb weint sie ja auch, denke ich mal, jetzt, weil sie da weg muss halt und nicht will. Kann ich mich aufs Bett schmeißen und da weinen oder so? Warum kann ich mich denn bewegen, wenn ich hier gar nichts machen kann? Ja, sie will noch mal alles sich angucken. Ja, ich gehe jetzt ins Bad, damit ich mich übergeben kann. Irgendwie. Das funktioniert auch nicht. Schade. Ja, ich schätze, wir können eigentlich nur die Tasche nehmen und rausgehen. Oder du kannst vielleicht... Oder soll ich was machen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich guck hier nochmal eben. Kann da wahrscheinlich, ja, da kann ich nur die Tasche, aber guck trotzdem mal, ob du vielleicht noch, du kannst die Kamera ausschalten oder so. Oh, ja, könnte ich. Also vielleicht. Hä? Was ist das? Da ist Mikrowelle. Was haben wir hier im Schrank? Was ist da im Schrank drin? Okay, ich kann nur was kaputt machen. Nee, aber irgendwas. Da ist auch noch mal der Schrank. Ist hier hinten noch was? Das ist der Spiegel, aber ich glaube, das ist jetzt nur so, du kannst, ne, deine Traurigkeit Nachdruck verleihen und alles zerstören oder so, was natürlich auch nicht sinnvoll ist irgendwo. Komme ich hier irgendwo raus irgendwie? Nee. Nee. Schon wieder läuft Football oder was? Ja, ja. Nee, das Einzige, was ich noch mal... Nee. Lass mich allein! Okay. Okay. Das war aber nicht, sie alleine zu lassen. Ich bin auch traurig. Deshalb habe ich das kaputt gemacht. Nein, ich bin... Ja, ich hab doch schon zur Tür geguckt. Was willst du jetzt von mir? Wo hab ich denn jetzt hingeguckt? Da hin doch, oder nicht? Hä? Soll ich jetzt doch noch was hier machen? Da hinten ist noch was. Ja. Kann ich jetzt raus? Also nicht das... nee, das ist das Badezimmer. Nicht, dass ich jetzt raus will. Vor allen Dingen, ich gehe mal stark davon aus, dass das jetzt wirklich so ein extrem negativer Lebensabschnitt wird, weil sie will mit dem nicht mitgehen. Der Typ ist ein Arsch, also kommt mir zumindest so vor. Ja, ja. Und deshalb heißt es noch Trennung. Ja. Und ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, ne, so von wegen gute Biowaffe und so. Ja. Ich muss jetzt hier die ganzen Sachen einsammeln oder was? Oder nur das eine Foto jetzt noch? Ja, das, was einsammeln kannst, das Foto wahrscheinlich. Ja, ja, scheint auch noch irgendwas. Toll, weißt du, bin ich eben extra hier überall durchgelaufen? Wollte sie nichts mitnehmen? Kommt vielleicht ein Pizzakarton oder so noch. Aber hier ist doch so nichts mehr. Guck mal im Bad, geh noch mal ins Bad. Also so spontan würde ich zumindest sagen, da ist nichts mehr, wo sie jetzt irgendwie was mit Tochter... Doch, da ist was. Oh, laufen kann ich echt auch nicht mit der Tastatur. Guck mal her, dreh dich mal um. Los. Ja, die Tasche ist so voll, ich dachte, das ist schon alles gepackt. Ja, noch irgendwelche Frauenutensilien oder so, so Tampons, Binden, keine Ahnung. Tampons, genau, Tampons fehlen. Warum denn gerade Tampons? Oder Binden. Eins von beiden. Telefon oder beide. Vielleicht, um nach Hilfe zu rufen. Ach, du kannst es auch wegstellen. Okay, aber ja gut, ich sag mal. Hallo, ich will das da rein tun. Boah, was? Aber ich denke mal, so wird sonst jetzt nichts mehr. Ach, der Hase vielleicht. Ne?
Damit hat sie ja immer, ne, so... Ja, ja, den will ich mal gucken, ob wir den... Aber den kann ich nicht nehmen, na toll. Ach nee, ich kann... Doch, da. Ist ein bisschen kompliziert, die Steuerung mit Maus und Tastatur. Ich gib's zu. Nein! Nein, nein! Nimm den Hasen mit! Ich bin extra in die richtige Richtung gegangen. Wieso legst du den dann zurück aufs Bett? Ja, aber sie verabschiedet von dem Hasen. Nee, ich habe jetzt nach oben gedrückt. Gut. Als ich den zur Tasche hingezogen habe, hat die den wieder aufs Bett gelegt. Also irgendwie... Kommt vielleicht doch noch eine Pizza so unterwegs, oder? Och, dein Ernst jetzt? Was sollen wir denn? Sollen wir den entflammbaren Kleider... Ach, warte mal. Da ist das Bild. Nein, bleib stehen. Dreh dich um. Nein. Ist das gerade sehr deprimierend, wenn sie die ganze Zeit am Heulen ist. Ja. Oh! Ich will ja endlich raus, Leute. Nein, du willst ja nicht raus, aber du bist noch nicht fertig. Du musst noch was finden. Suchen. Such. Was ist das eigentlich? Das ist mir noch nie aufgefallen hier oben. Das ist ein Wandtattoo. Der ist aber auf Glas drauf, oder? Ja, yeah, das kannst du auch auf Glas kleben. Irgendwie ja, klar. Was selbstgezeichnetes, glaube ich, von ihr. Ja, das eine war aber irgendwie... Sah jetzt zumindest so aus. Irgendwie noch Obst mitnehmen oder so, damit es dir zumindest gesundheitlich gut geht. Da ist ja nichts mehr oben oder so, ne? Die Pläne vom nächsten Freitag, keine Ahnung. Was soll ich denn hier noch einsammeln? Ja, dann lass mich nochmal, weil ich war für mich ja noch was. Vielleicht muss ich ja doch alles hier machen. Mit dem Spiegel zerstören und so weiter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal, ich guck hier nochmal kurz. Aber so, also bis auf die Sache mit dem Hasen und so, wüsste ich jetzt nicht, dass noch irgendwas... Dein Ernst, was soll noch alles in die Tasche rein? Die ist nur so aufgepustet. Aber sie nimmt nur ein Kleid mit, okay. Das Wichtigste. Schuhe auch noch, bevor ich da jetzt wieder weglaufe. Aber ich hatte eigentlich Schuhe an. Die will sie anscheinend nicht. Findet die cool, die sie anhat, okay. Die läuft doch so komisch irgendwie. Ja. Ich hab's geschafft! Hey. Keine Sorge. Du machst das sicher gut. Mann. Du wirst mir ja so sehr fehlen, Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lass dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Wieso holt er nicht den grünen Kobold raus? Ich schätze auch mal, dass es für ihn wirklich doppelt schwer ist, weil er, so wie sich das jetzt anhörte, schon eine Tochter verloren hat wahrscheinlich. Ja. Ich weiß ja nicht, was mit der passiert ist. Und ja, sie, denke ich mal, für ihn auch sowas wie eine Tochter geworden ist über die ganze Zeit, ne? Ja. Dawkins über das Geschehene berichtet. Achso, das, was ich gedacht habe, also was ich gefühlt habe wahrscheinlich, okay. Haben immerhin 81%. Clayton bedroht, haben immer noch 83%, okay. Clayton und Dawkins nicht ausspioniert. Habe ich aber doch eigentlich, bin doch rausgegangen. Nee, warte, Claytons ist der andere. Ja klar, doch, Dawkins ist der Kobold quasi. Aber ich habe sie ja. Auch sozusagen ausspioniert, hä?
Oder das wäre jetzt damit gewesen, wenn du rübergeflogen wärst. Also so. Ja, wieso? Du hast doch den Weg gespielt. Du hast es doch gemacht. Achso, nee, du hast nicht, du hast es nicht, ja, ausgespielt. Ja, gut. Das ja, aber ausgespielt, du bist da reingegangen, aber da waren die ja schon fertig mit Laban, glaube ich. Ja, also deswegen die hätten wir wahrscheinlich vorher, hättest du dann rüberfliegen genau. müssen und die ausspielen. Ja. Aber woher willst du das wissen, mal ganz ehrlich? Ja, ich glaube, das musst du mit einplanen in das Game irgendwie. Da musst du dran, muss man dann denken, dass man sowas machen kann halt. Ne? Und dann ändert sich halt der Ablauf eben auch. Ne? Dann ändern sich die Wege halt. Das ist ja das, was es ausmacht dann.